am Leidenberg in Durm. Der Zug kommt vom Haltepunkt Niedermülzen und fährt zum Bahnhof Durm. Die Bahn fährt jetzt über den Gemeindeweg in Turm. Und hier über die jetzige Bergstraße, nähe des früheren Ambulatoriums, Richtung Stangendorf. Hier der Bahnhof in Turm. Herr Schirmer, der ehemalige Bahnhofsvorsteher. Oberdorf in Turm, heute bebaut von dem ehemaligen Elektromotorenwerk in Turm. Haltepunkt Stangendorf. Der Zug fährt weiter nach Münzen St. Michel. Und weil diese Aufnahmen so selten sind, noch einmal das Ganze rückwärts. Hier nochmal das Oberdorf in Turm und die bekannte Lok 535. Hier stehen heute Gebäude vom ehemaligen Elektromotorenwerk. Turm an der Bergstraße. Am 20. Mai 1951 ein trauriges Pfingstfest. Die letzte Fahrt der BIM,